So, Freunde, da sind wir wieder bei Dragon Age und spannender Kampfmusik, die ich nicht höre, die ihr auch nicht hört, weil sie nicht existiert. Hey ho, ja, auf jeden Fall, blub. Wir haben jetzt gerade die Banditen getötet, haben wir? Lothering, rotte die Banditen aus. Ja, perfekt. Gut, dann gehen wir zurück und holen uns unsere Belohnung, die wir jetzt verdient haben. Davor machen wir das hier noch an. Zaubermacht, denn wir sind mächtige, mächtigere, am mächtigsten, irgendwie so. Phyb. Ja, der Weg ist lang, unsere Freunde haben ja auch nichts zu sagen, wir können ein bisschen die Sicht wechseln, damit ein bisschen Spannung entsteht, aber ich kann für nichts... Okay, das verwirrt. Ich lasse es lieber. So, perfekt. Wir müssen zur Tafel und dort unseren Quest... Nein, wir müssen zu diesem Typ hier, der so toll reden kann. Ja, ist gut. Und wir kriegen 3 Gold ohne Kommentar. Haben wir jetzt einen neuen Quest hier? Ja, wenn Bären angreifen. Ich verfasse dieses Schreiben im Namen des Bauern... Ted und seines verstorbenen Sohnes. Der Bauer sei mein Zeuge, dass ich all jene, die im Umgang mit Waffen und Rüstungen bewandert sind, dazu auffordere, den Gefahren des nördlichen Waldes entgegenzutreten und die Bärenfamilie zu stellen, die den jungen Enneth zerfleischt hat. Diese Wesen sind Abscheulichkeiten in der Schöpfung des Bauers und es würde den nördlichen Höfen Beruhigung und Teds Familie Trost bringen, wenn ihre Pelze erbeutet würden. Als Lotherings Kantor lobe ich hiermit einen Sovereign für denjenigen aus, der diese Aufgabe und damit den Willen des Erbauers ausführt. Möge er mit Umsicht vorgehen, damit wir uns alle im Licht des Erbauers baden können. Ja, baden, ja. Ja, genau. Und Tü, Taler Tü. Gedankt an den Dorfbewohner, die den Flüchtlingen in die finsteren Zeiten ihre Scheunenhöfe geöffnet haben. Die Kirche hört häufig... Oh Gott, Leute, ich kann gar nicht mehr lesen. Also, nochmal von neu und langsam, sodass es auch so wäre, wie ich lesen kann. Ein letztes Andenken. Gedankt sei den Dorfbewohner, die den Flüchtlingen in diesen finsteren Zeiten ihre Scheunen und Höfe geöffnet haben. Die Kirche hört häufig lobende Worte von unseren Gästen und eure noblen Taten werden in vielen Gebeten erwähnt. Zu unserem Bedauern gibt es im Dorf einen kleinen Jungen, dessen Mutter, die gute Sarah, verschwunden ist. Da sie schon seit annähernd einer Woche vermisst wird, ist sie vermutlich tot. Möge der Bauer ihr beigestanden haben. Sie war eine Dame mittleren Alters mit roten Haaren, die am liebsten einen grünen Mantel trug. Sollte ein Reisender oder Einwohner sie in der Wildnis finden, möge er bitte ihren Leichnam oder ihre letzte Habe zurückbringen. Der Junge wird später dankbar für ein Andenken sein, das ihn an seine tapfere Mutter erinnert. Das Büro des Kantors wird diese Freundlichkeit mit einem Betrag von 50 Silberlingen vergelten. Machen wir. Wenn wir die Leiche finden... So wie das da stand, wissen sie ja schon, dass sie tot ist. Sie haben sie ja bloß die Leiche versteckt. Jetzt ist ja bald Ostern, passt ja. Können wir auf Ostersuche gehen, Ostereiersuche. Sogar die Farbe vom Osterei, wie sie bemalt haben. Haben sie uns gesagt, das ist ja echt höflich von denen. Okay, ja. Wölfe! Ich würde sagen, schub da wup. Sherabam, so gonna bolzen, so gonna bolzen. Bemerken die mich nicht, oder? Och. Okay, das sind viele. Das sind viele Wölfe. Ja, geht, genau, geht's erstmal so. Druff, alle druff. So. So, wenn der jetzt... Bums, hat's gemacht. Jetzt machen wir gleich mal eine Regeneration auf unseren Freund. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Schon. Oh Gott, fuck, sind das viele. Oh, fuck it. Oh mein Gott. Oh shit. Du gehst mal hier hin, dann machen wir Geistschlag, weil das ist dann alle. Nein, nicht alle. Blups, fail. Liliana, schön, dass du dich da hier gegen alle messen willst, aber nein, tu das nicht. Okay, das könnte jetzt
Jetzt müssen wir aufpassen mit dem Leben von unseren Typen. Ich werde jetzt mal nur hier auf Heilen gehen. Du tust mal taunten, weil das mich jetzt nervt, dass die mich angreifen. Machst du das auf den? Du, okay, du wirst gleich mal geheilt. Schwumms. Alistair braucht wieder, ja, Alistair braucht wieder Regeneration. Du läufst derweil mal durchs Feld der Toten, wo du ein bisschen Mana einsammelst. So, genug Mana, sammel. Sammelstelle für Mana. So, jetzt enthaupten wir hier die Wölfe auch noch. Klicken nicht daneben. Schwumsel der Pust. So, Alistair, du kriegst jetzt noch eine Heilung ab. Weil ich so gütig bin und dir eine Heilung schenke. Hier hast du eine Tüte Heilung. Heile dich damit. Oder nicht? Kriegst auch noch eine Heilung, weil am Schluss will man ja schön viel Leben haben. So. Gut, und die Wölfe droppen nichts, das ist schlecht. Weil das ist nicht gut. So, gib mir Mana. Schwupps und schwupps. Schwupps. Hey! Mana, Mana. Leichnam. Och, ich glaube, ich habe das Osterei gefunden. Du hast die Leiche der Mutter des Jungen gefunden und ihr Andenken an dich genommen. Ja, ist cool und so. Mhm. Blub. Haben wir mal eine Leiche gefunden, sehen wir, ah, das ist die Mutter. Lass mal die Leiche liegen und nehmen das Andenken mit. Beklauen wir sie. Denn wir sind eine Magierin mit einem Krieger und eine Magierin und eine Diebin. Haha. Nein, sie ist ja eigentlich eine Bardin, die Liliana. Das ist ja keine Diebin. Wie komme ich denn auf so einen Schmarren? Alles Lüge. So. Hallo, Kentor Devons. Let him take notice and shine upon thee. Ja, jetzt gibt mir Schutz Geld. Ich habe die Ostereier gefunden. Wer ist ein Mann, da wird es zutreffen. Okay, der war unnütz. So, Mr. Tanky. Du gehst doch auf Tanky. Hier einfach nur Tanks, Stats hoch. So, dann haben wir hier Schild. Schildverteidigung. Ist dieser Modus aktiv, wechselt der Charakter in eine auf den Schild konzentrierende Verteidigungshaltung, die einen Bonus auf Verteidigung sowie eine erhöhte Chance geschossen hat. Nehmer. Spielern. So, du aktivierst das gleich mal. Schildverteidigung, gut, hast du an. Gut, ne? Hat er an, die Schildverteidigung. Warte mal. Wir gehen hier nicht weg, ohne zu schauen, ob wir einen Quest haben. Nein. Da hat meine liebe, schöne Stimme Glück gehabt, weil ich dann nicht wieder so vorlesen muss. Hallo, Wölfchen. So, was müssen wir denn jetzt noch machen? Vernichtet die infizierten Bären. Auf der Anschlagtafel des Kantors hast du eine Notiz über mit der... Okay, Bären töten. Das kann ich gut. Da bin ich ja schon richtig ein Bärentöter. Har. Ist bloß die Frage, wo die Bären sind. Nördlich stand da. Ich glaube, die sind im Norden. Also, ihr könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber so irgendwie nördlich oder so, da denke ich schon, dass sie im Norden sind. Also irgendwie so. Blub. Schubadabub. Okay, suchen wir sie. Wenn wir sie nicht finden, dann müssen wir sie eben suchen. Hallo? Jemand hier? Hallo? Niemand hier? Das ist blöd, ne? Ein sehenswerter Baum, den hatten wir, glaube ich, schon mal. Und der war nicht sehr sehenswert, wirklich. Weil er nichts gibt. It shall be done. Wow. Sehr beeindruckend. Ich bin... Hallo, Burleys. Zornkanner. Schwarzbär. Hallo, Monsieur Schwarzbär. So. Und du tust den stunnen und du, ja, alles klar. Alles Bombe in der Bombe. Schlecht. So, Alistair, da du gleich gefokust wirst, kriegst das ab. Und dass du auch wirklich gefokust wirst, hauen wir noch das da rein und wir machen weiter. So, da wird er ja gleich zerschmettert, unser schöner Alistair. So, ihr seid ja alle schon am Zaubern, die Bären sind tot. Das war sehr schwer. Ich staune über diese Schwierigkeit. Quest aktualisiert. Gut, aber bevor wir das machen, hier hinten gibt's noch was. Sowas in etwa Überraschung. Ja, und es ist eklig. Ich finde diese Dragon Age Spinnen wirklich asozial eklig, wenn ich ernst bin. Guckt euch die Viecher an, das ist doch... Okay, wir können sie auch einzeln anlocken. Gut, Alistair, los, tank und lock sie alle an. Diese Riesenspinne ist nicht gefährlich.
diese auch nicht. Und irgendwie habt ihr alle nicht den Befehl anzugreifen. So, tötet das Monstrum, sonst tötet es euch nicht. Ich halte mich mal, weil ich... Hoi, sie droppen was. Giftextrakt. Wow, ich bin... Wow. Noch eins. Wow, wie man erwarten würde, ist das Gift verschiedener Kreaturen auf ziemlich stark und lässt sich entsprechend weiterverwenden. Ja. Habe ich schon gesagt? Wow. Ja. Spinne, Spinni. Speransenbinni. So. Wie gehabt, einzeln anlocken. Komm, Alistair. Ja, alle drauf. Diese Spinne schießt mich ab. Nein, das klang jetzt, ja. Zweideutig. So, die Spinne nochmal. Das da. Und das da. Du machst, Blitz, damit die auch schön schnell explodieren. Und die anderen mit sich nimmt. Oh, ich wurde vernetzt. Link. Ja, allein, Leute. Ich lasse diese Sparbezimmer sein, weil das ist ja wirklich unter aller Sau. So, dankeschön. Gebt mir euer Giftextrakt. Ich extrahiere euer Gift. Denn euer Gift ist extrahierbar. So, jetzt gibt es hier auch nichts mehr. Kann man da rüber? Da meine ich über diese sehr professionelle Baumbrücke. Nein, weil hier eine sehr professionelle, eingerichtet und sehr sichtbare, unsichtbare Mauer ist. Ja, sowas liebe ich in Spielen wirklich, wenn man läuft und plötzlich geht es dann einfach nicht mehr weiter. Man hat erst die ersten 2 Sekunden, denkt man sich, what the fuck, lass mich doch vorbei, Alter, Mann, sonst rufe ich Polizei, verstehst? Und dann, ach so, die Entwickler, ja, die konnten da nicht irgendwie 5 Steine platzieren oder so, dass man sieht, ach, warte mal, da kann man nicht vorbei. Nein, natürlich, sie müssen einfach nur unsichtbare Blocker hinpflanzen, weil sie glauben, weil sie es können. Ja, gut. Thumbs up und toll. Ich liebe euch, Macher. Ihr seid wirklich gute Designer und ja, komm, gib mir Geld. Blessed are the peacekeepers, champions of the just. Ja, Schnauze und Helm mit dem Geld. The stars stood still, the winds did quiet, and all animals ja, komm, jetzt laber nicht. Held their breath. All was silent in prayer. Ja, ich hab's verstanden. Her mit der Kohle. So, ein Gold. Erhaltene Gegenstände. Was haben wir denn erhalten? Wow, ich habe keine Ahnung. Hier leuchtet alles auf. Wir haben ziemlich viel. Das können wir doch mal was verkaufen an den olle Schnulle. Hello, friend. Ja, komm, sei ruhig. Komm, pull aus. So. Waffen, Großschwert, Stahl. Lassen wir mal noch Schwurbewahrer durchdringen auf erhaltene heilende Effekte. Das könnte gut für Alistair sein. Schauen wir mal. Alistair vereist. Ja, okay, vereist ist das von... Oh, der ist ja viel besser. Wow. Langschwert, dann können wir das verkaufen. Feuerpfeile lassen wir mal noch. Das hier, so. Alistair hat keinen Hut. Roar interessiert niemanden. Sonya kann das nicht nehmen. Lassen wir mal. Braucht man nicht. Und die hier... des Staubfressers. Ja. Erschöpfung. Das lassen wir mal. Die hier... Okay, bevor ich irgendwas hier noch verkaufe, schaue ich mal, wer was tragen kann. So, du nimmst das da mal als Köpfchen, so Kopfbedeckung und so. So, 1,20, 1,40. Gut, das ist dann schon mal besser. Dann haben wir jetzt noch mich. Dann nehme ich das da. Du kriegst dein tolles Schwert, Schwurbrecher. Du darfst gleich einen Schwur brechen. Ist das nicht nett von mir? So, Morrigan, du kriegst die hier, weil du gar keine hast. Ja, wieder mal scheiße gelaufen. So, und das war dann auch alles. So, und jetzt kannst du gleich diese Truhe knacken. Ein Malachit. Cool. Jetzt haben wir den... Habe ich den noch nicht befreit? Stan? Der vergammelt immer noch drin. Und wir machen dabei Quest. Ach, die arme Schnute. Jetzt komm her, Stan. Lassen wir dich frei. Obwohl, haben wir noch Quest? Ach ja, wir müssen die Verderbnis ja aufhalten. Das können wir ja machen. Nein, wir lassen dich jetzt frei. Nicht vorbei. So, Stan. You wish something more of me.
Ich habe die Schlüssel zu einem Käfig. I confess, I did not think the priestess would part with it. Sie hat eingewilligt, euch freizulassen und unter meine Aufsicht zu stellen. So be it. Set me free and I will follow you against the blight. Also gut, ich lasse euch frei. So it is done. Und jetzt Rampage! Follow you into battle. In doing so, I shall find my opponent. Nein, natürlich nicht. Und wenn ich euch nicht zu eurer Buße führe? Then I will find it myself. Ja. May we proceed? I am eager to be elsewhere. Ja, ich glaube, wir haben ja auch nichts mehr zu tun, soweit ich weiß. So, jetzt haben wir Stan, Level 8 Krieger. Jetzt ist halt die Frage, ich glaube, ich werde anstatt Liliana, ach, sie ist doch ein Schurke und kein Bade. Hast du mal dich wieder gut rausgeredet? Ich weiß nicht, die kann zwar Schlösser knacken, aber sie ist wirklich im Kampf so useless, so verdammt useless einfach nur. Schon mal eine bessere Ordnung hier so. Also sie kann gar nichts. Sie ist einfach nur zum Schlösserknacken gut. Und das können wir Stan auch beibringen. Ne, Stan? So, nimm mal Stan mit. Apropos Stan, du kriegst jetzt Rüstung. Alistair, Morrigan, Stan. So. Können wir das nehmen? Schuhe, Kattenrüstung. Oh, du bist ja richtig sexy jetzt, du Olle. Du Oller Knopp. Ja. Und so weiter. Großschwert kriegst du, denn du bist unser Zweihänder, wenn ich mich nicht irre. Ja, unser Zweihänder. Was kannst du denn? Knaufschlag. Ja, mächtiger Schlag. Könnt ihr lesen, ich kenne diese ganzen Fähigkeiten schon. Falls euch interessiert, Bums, das kenne ich nicht. Nein, das kenne ich alles so gut. Okay, dann haben wir alles hier erledigt. Dann können wir uns eigentlich schon auf dem Weg nach draußen machen. Aber ich glaube, das kann auch noch bis zum nächsten Part warten. Oder da stimmt er mir zu. Ja, ich stimme auch zu. Und deswegen sage ich Hallo Stan und tschüss Leute. Bis dann.